Ist das Deutschlands dümmster Brandstifter? In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Überwachungskameras einer Tankstelle in Ingolstadt diesen Mann gefilmt, der offenbar ein brennendes Bedürfnis hatte, die Tankstelle anzuzünden. Die Überwachungskameras haben alles gefilmt. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag, circa gegen 0 Uhr, hat sich der vermeintliche Feuerteufel, so nenne ich ihn jetzt mal, mit einem Fahrrad von stadteinwärts nach auswärts begeben, hat dann das Fahrrad im Park hinten abgestellt und sich zu Fuß wieder Richtung Tankstellengelände gemacht. Auf einem der Überwachungsvideos ist zu sehen, wie der mutmaßliche Brandstifter einen Molotow-Cocktail wirft. Doch der Brandanschlag scheitert, der Cocktail entzündet sich nicht. Nach dem missglückten Molotow-Anschlag geht der Täter seelenruhig zur Zapfsäule und schaut sich seinen Brandsatz an. Doch dabei bleibt es nicht. Als nächstes legt er Müll an eine Zapfsäule und zündet ihn an. Als er sieht, dass es diesmal mit dem Feuer geklappt hat, macht sich der Feuerteufel auf und davon. Gott sei Dank hat dann ein vorbeifahrendes Auto, also ein netter Herr, das Feuer bemerkt, ist sofort aufs Tankfeld gefahren, hat geschaut, ob noch jemand in der Station ist und haben dann gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin das Feuer Gott sei Dank löschen können. Ja, wir ermitteln wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung. Das hätte durchaus Folgen haben können. Und wir werten momentan Zeugenaussagen, Videoaufzeichnungen und andere Beweismittel aus. Zum Glück, muss man sagen, sind die Tankstellen gut gesichert. Dank einer Schutzvorrichtung wäre sie nicht in die Luft geflogen. Dennoch hätte es beträchtlichen Sachschaden gegeben. Wer oder was diesen Mann zu so einer Tat getrieben hat, ist unklar. Jetzt sucht die Polizei nach dem Brandstifter. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden. Ich habe das nicht.